Saftiger Guinness Schokokuchen mit wunderbarer Whisky Salted Karamell Soße. Und hier kommt schon das Guinness. Das sind ca. 200 Milliliter schönes Guinness. Und die landen hier im Topf. Als nächstes kommt unsere Schokolade. 70% zartbitter. Die ist nicht so süß, hat nicht so viel Zucker. Und dann kommt hier noch ein kleiner Esslöffel oder noch ist ein Esslöffel Honig mit in die Geschichte bei. Ja, das dauert ein bisschen, bis der hier den Platz in dem Topf findet. Honig könnt ihr da jeden nehmen, ob es euer Lieblingshonig ist, Landhonig, Flotte Biene oder wie die ganzen Marken heißen. Ihr könnt auch statt dem Honig gerne mal einen Ahornsirup versuchen als Süßungsmittel. Ja? Probiert's aus und schreibt mir in die Kommentare, wie es gelaufen ist. Und dann kommt die Butter noch dazu hier. Die Mengenangaben schreibe ich euch nochmal in die Infobox. Und das Ganze wird bei mittlerer Hitze jetzt geschmolzen, bis es eine schöne, glänzende und seidige Farbe bekommt durch die Butter. Das sieht schon sehr gut aus. Das Ganze lassen wir dann kurz abkühlen für den nächsten Schritt. Ein Ei und den Zucker entsprechend schön schaumig schlagen hier mit dem Handrührgerät. Das geht ratzfatz, dauert nicht lange, müsst ihr mal darauf achten, dass ihr die Zuckerkristalle sich auch schön auflösen. So, das sieht gut aus soweit und wenn wir das schaumig geschlagen haben, stellen wir das beiseite. Als nächstes brauchen wir noch Mehl für unseren Teig. Ich habe hier Dinkelmehl, das ich mit einer kleinen Prise, zwei Prisen Salz entsprechend ausstatte und dann kommt hier noch ein bisschen Backpulver dazu. Dann haben wir hier Backkakao, der kommt auch noch dazu und wer kein Dinkelmehl hat, kann selbstverständlich auch ein anderes Mehl nehmen, das ist überhaupt kein Ding. Dann könnt ihr oder solltet ihr am besten alles schön miteinander verrühren, hier die einzelnen trockenen Bestandteile, so dass sich alles gut auflöst. Es muss nicht 100% sein, den Rest machen wir später. Dann geben wir unsere abgekühlte Schokomasse in unser Zuckerei sozusagen. Und das wird das Ei mit dem Zucker. Und das Ganze wird jetzt hier auch schön verrührt. Und dann geben wir gleich als nächstes hier da eine größere Schüssel, bräuchte ich jetzt nämlich, um das Mehl hier reinzugeben. So, Mehl mit den anderen Bestandteilen, Backpulver und etc. Nochmal schön mit einem Schneebesen hier schön glatt rühren, alles glatt ziehen und dann kommt hier unser Schoko-Zuckerei-Gemisch sozusagen rein und dann einen kleinen Schuss Buttermilch und dann geht es wieder los mit dem Rühren. Das verrühren wir alles wieder schön und verarbeiten das jetzt immer so stückchenweise nach und nach als Teig ein. Wieder ein bisschen von der Schokomasse und den Rest von der Buttermilch, der kommt auch noch mit dabei. Und dann geht es wieder los. Wir verteilen das Ganze wieder schön, bis dann ein schöner, gleichmäßiger Teig entstanden ist. So, immer rühren, 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 dass alles gut da eingearbeitet ist. Nochmal ein Schuss von unserer Schokoflüssigkeit. Und das Ganze wieder schön verrühren hier. Und kommen den Rest auch noch damit rein. Oh, ich habe etwas geschlabbert. Naja, passiert. Wo gehobelt wird, fallen Späne, sagt man ja so. Ja, das sieht schon mal gut aus. Und dann kommen hier noch die Schokolinsen mit dazu. Die sind ja, in ihrer Ursprungsform, die werden nicht zerkleinert. Also so wie sie sind, mit in die Teigmasse hinzugefügt. Nur mal kurz durchgerührt. So, das muss ich ein bisschen mal aufräumen hier. Und dann füllen wir das Ganze in eine Springform. Die hat einen Durchmesser von 18 cm. Das passt auf wunderbar. Ich habe hier unten drunter nochmal vorsichtshalber ein bisschen Zewa gelegt. Die Springform habe ich mit Backpapier ausgelegt und dann kommt der Teig da rein. Und dann kommt das Ganze jetzt in den Ofen bei ungefähr 180 Grad Umluft, 60 bis 70 Minuten backen. Ob der Teig gar ist, könnt ihr mit der Stäbchenprobe herausfinden. Für unsere Whisky Salted Karamell brauchen wir wieder Butter. Ja, alle Rezepte fangen immer mit Butter an. Dann braunen Zucker geben wir noch dazu. Ja, komm mit rein da, bevor du frierst. So, als nächstes kommt natürlich hier noch der Sirupersatz. Das ist Zuckerrübensirup. Das sind insgesamt 4 Esslöffel Zuckerrübensirup. Den geben wir mit dazu. Dann kann man nämlich ganz, ganz schnell eine schöne Karamellsoße sich entsprechend basteln. Jo, komm hier, alles mit dabei. Wir wollen hier nichts vergeuden, gar nichts. Immer alles schön dabei. Das ist echt eine klebrige Angelegenheit, sage ich euch, Leute.
So, ah, da fällt mir noch ein Trick ein, Hack. Erzähle ich beim nächsten Mal. Das Ganze dann wieder auf der Herdplatte schön wieder schmelzen unter ständigem Rühren, dass sich alle Komponenten gut auflösen, auch der Zucker, die Kristalle sich auflösen, dass die Butter sich auflöst. Und hier kommt das Salz. Ja, das ist so jetzt ein Teelöffel. Ja, ein Teelöffel ungefähr. Ihr könnt natürlich nach eurem Geschmack mehr dazu tun, da seid ihr völlig frei. Und das Ganze wieder schön und unter ständigem Rühren alles miteinander auflösen. Einmal die Zuckerkristalle, dass die sich schön auflösen. Und natürlich auch die Salzkristalle sich schön auflösen. In unserer Karamellsoße immer schön rühren. Ihr merkt das so an dem Knirschen. Wenn das Knirschen weniger wird, sind die Kristalle schön aufgelöst. Das Ganze wird ein bisschen aufgekocht, ganz kurz. So, das sprudelt. So ist richtig. Nochmal schön durchrühren. Gucken, ob sich auch alles schön aufgelöst hat. Das scheint hier so der Fall zu sein. Und wenn das Ganze dann, ich mache mal hier, ah, sieht ja schon Konsistenz. Machen wir mal Geschmacksprobe. Auch prima, prima, prima. Es blubbert richtig schön, so wie ein kleiner Geysir. Ja, so muss das sein. Und wenn das alles schön ein bisschen gekocht ist und abgekühlt ist, kommt der Whisky dazu. Ich habe hier einen Single Malt hinzugefügt. Ihr könnt natürlich auch euren Lieblingswhisky dazugeben. Wichtig ist, dass es nicht mehr, also die Flüssigkeit der Karamell nicht mehr ganz so heiß ist, weil sonst der Alkohol sehr schnell verdampft. Aber der wird eh verdampfen über kurz oder lang. Es geht ja nur um den Geschmack. Und seht ihr, das ist die richtige Konsistenz. So habe ich mir meine Whisky Salted Karamellsoße vorgestellt. So soll sie sein. Sehr schön. Ja, und das Ganze füllen wir jetzt noch geschwind um in einem Glas. Beim Abkühlen wird die Soße ein bisschen zähflüssiger und wird schwieriger auszugießen. Mein Tipp: Entweder stellt ihr das Ganze in ein Wasserbad oder gebt es kurz in die Mikrowelle. Ihr könnt da die Mikrowellenstufe hochstellen. Dann müsst ihr nur ungefähr eine Minute, 45 Sekunden warten und dann könnt ihr wieder die Soße schön ausschütten. Ja, und das ist das Rezept für unseren Guinness-Schokokuchen mit Whisky Salted Karamellsoße. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und du konntest eine neue Rezeptidee für dich herausziehen. Abonnier doch einfach meinen Kanal und aktiviere die Glocke. Dann entgeht dir nicht mehr, wenn ich ein neues Video hochlade. Und hier habe ich noch ein weiteres interessantes Video für dich, was du dir jetzt unbedingt anschauen solltest.